Vor dem Votum des Europaparlaments über ihre Ernennung zur EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen viele Zusagen gemacht. So hat sich die bisherige Verteidigungsministerin vor der Abstimmung zu wichtigen Europathemen positioniert. EU-Reform. Von der Leyen will ab 2020 einen groß angelegten Bürgerdialog zur EU-Reform. Diese Konferenzen für Europa sollen über 2 Jahre gehen. Wichtige Vorschläge sollen aufgegriffen werden. Dabei zeigt sich die CDU-Politikerin auch offen für eine Änderung der EU-Verträge. Verteidigung. Von der Leyen will keine europäische Armee, sondern eine Armee der Europäer. Sie verweist darauf, dass Entscheidungen über gefährliche Einsätze weiter auf nationaler Ebene fallen müssten. Migration. Die EU müsse Fluchtursachen durch Unterstützung der Herkunftsländer beseitigen und das brutale System der Menschenschmuggler bekämpfen, sagte die Kandidatin. Sie will einen neuen Anlauf bei der festgefahrenen EU-Asylreform nehmen. Klima. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Von der Leyen will in ihren ersten 100 Tagen im Amt ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Das EU-Etappenziel bei der Verringerung von Treibhausgasen bis 2030 will sie von 40% auf 50-55% erhöhen. Statt auf eine CO2-Steuer setzt von der Leyen dabei auf die Ausweitung des Emissionshandels auf Verkehr und Gebäude. Soziales Europa. Von der Leyen will den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit weiter vorantreiben. Zudem will sie faire Mindestlöhne und eine europäische Arbeitslosenrückversicherung, die Mitgliedstaaten in Krisenzeiten finanziell entlasten soll. Brexit. Das mit London ausgehandelte Austrittsabkommen ist für von der Leyen der einzige und bestmögliche Deal. Sie ist aber bereit, den bisherigen Brexit-Termin am 31. Oktober auf Antrag Großbritanniens nochmal zu verschieben, wenn es gute Gründe gibt.